Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Heute zeige ich euch, wie man retimet. So, hier bekommen wir einen Ink von Lila Wolken. 3 Minuten 10 ungefähr die Laufzeit. Okay, 3 Minuten 10 das nächste die Rampe oder Katapulte. 3 Minuten 12. Okay, wissen wir Bescheid. So, ich lasse den Ink mal ein wenig auf mich laufen und gleich wieder zurück. So, hier sind wir wieder zurück. Der Angriff läuft noch 50 Sekunden. Also, wir gehen auf den Angriff. Lila Wolken. Hier haben wir erstmal sein Dorf. Machen wir nur einen Tab auf. Machen einen neuen Tab auf. Jetzt klicken wir mit dem Mausrad, mit dem Scrollrad auf diesen Angriff. Da müsste sich ein neuer Tab öffnen. So, hier ist es schon. 23 Sekunden läuft er noch zurück. So, jetzt schicke ich kurz die Off raus. Am besten so, dass sie da hinten dran ankommt. 18 Sek, 9, okay, ist in 18 Sekunden zurück. So, jetzt warten wir kurz den Angriff ab. Jetzt ist der Angriff da. Und wir sehen, nachdem der Angriff da ist, läuft diese Zeit wieder zurück. Das ist seine Reankunftszeit. Das heißt, wir gehen auf Lila Wolken. Hier ist eine kleine Off. Da er mit Rammböcken kam, ist am besten mit Äxten oder Elkaf zu retimen. Ich meine jetzt mit Äxten, da es nur ein Video ist, damit ihr das lernt. 1 Minute 55. So. Dauert jetzt noch 1 Minute. Deswegen mache ich kurz Pause. So, hier sind wir wieder. Also, hier 2 Minuten 12 noch. Ich laufe 1 Minute 55. Bei 1 Minute 56 drücke ich einfach zweimal T mit T-Train, das habe ich ja in dem anderen Video erklärt. Also, bei 1,55 laufe ich, also schicke ich bei 1,56 ab. So, er kommt 0000 an, 52, und ich komme 5200 und 666 ms an. Das heißt, er hat einen 666 ms Retime. So, also, ich zeige euch noch, wie der Ink ausgefallen ist. So, also der Angriff ist in 5 Sekunden da. Und wir gucken, der Bericht, ob er rausbekommen hat oder nicht. Und siehe da, alles haben wir ihn kaputt gemacht. Okay, vielen Dank fürs Angucken und ich hoffe, es hat euch geholfen.